Falls ihr Bock habt, auch mal bei Streams dabei zu sein, geht in die Beschreibung auf Twitch und lasst da gerne ein Follow da. Und falls ihr Bock habt auf coolen Pokémon-Content, dann schaut gerne mal auf meinem Hauptkanal Pokebazi vorbei. So. Genau. Wir haben hier zwar noch die Sprites, weil das eine gepatchte Blau ist, aber wir können die Sprites gleich umändern. So. So, wir gehen jetzt mal in die Optionen. Jetzt mal Text Speed natürlich fast. So, wir haben nämlich ganz viele neue Sachen. Battle Animation. Irgendwie sieht das gerade ein bisschen wack aus mit. Einen Moment. Das sieht mit Point ein bisschen wack aus. Ah, das ist auch nicht nice, ne? Was ist mit Bikube? Spielinear? Nee. Das könnte funktionieren und dann haben wir nur noch drei. Nee. Ich glaube, wir nehmen das hier tatsächlich. So. Nächste Woche auch. Diesen Sonntag gab es das erste Mal auf Locals. Nice. Ich habe mir jetzt tatsächlich, glaube ich, ein Bild gemacht, mit dem ich reingehe. Ich habe mir jetzt ein Necros Libromancer Bild gemacht. Mal gucken. So. Dann haben wir Next. So, Option 2. Colors. OG. Hoppla. Wir nehmen OG. Alternate Pokémon Colors. Komm, wir machen mal auf. Wir können sie jetzt wieder ausmachen. Audio Pen. Nee. Bike Song. Das machen wir off, weil das heißt, die Musik vom Fahrrad spielt tatsächlich nicht durchgehend. Nur tatsächlich auf der Fahrradroute, weil da ist es die eingestellte Musik. So, dann gehen wir mal next. Battle Options. So, hier können wir jetzt nämlich auch die Typeneffektivität anpassen, so wie es heute ist. So, Ghost auf Psychic machen wir jetzt natürlich auf mal 2. Eis gegen Feuer auf 0,5. Bug auf Poison machen wir, würde ich auch ganz normal sagen, auf 0,5. Und Poison auf Bug auf 1. XP-Bar, wir haben eine XP-Bar einfach. Und wollen wir den gegnerischen Pokémon EVs geben? Ja, wir wollen es ja ein bisschen schwieriger machen, oder? Ja, wollen wir aber schon. So, was haben wir noch? Die Sprites. So, Back-Sprites hätten wir die OGs oder die aus der, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das war irgendeine Convention so ein bisschen. Was soll man da nehmen? Was soll man nehmen? Ich merke gerade, dass auch, by the way, die Chatbox ein klein wenig drüber geht. Die machen wir klein, damit man auch alles gut lesen kann. Weil das ist wieder ein Projekt, das tatsächlich auch auf YouTube kommen wird, auf dem Zweitkanal. Die Convention Sprites kommen. Wir können es ja umstellen. Icons, OG oder OG Plus. Wir nehmen mal OG Plus. Bulbasaur, Squirtle, Blastoise, Pidgeot. Ah, das sind manche, die so extra Dinge haben. Okay. Nidorino, Golbat, Mankey. Okay, das sind manche, die einfach. Okay. So. Gehen wir mal. Hoppla. Nicht auf Back, sondern. Ist alles gespeichert? Okay, ist alles gespeichert. Wir gehen rein. Zweitkanal, hallo Mama, ich bin im Internet. Wunderbar. So. Vielleicht kann man die Dornioner. Ich dachte, man kann ja die Grünsprites einpacken. Ich bin der Bazi. Hallo Sesu. By the way, ich hoffe, dass die Lautstärke der Musik und mit meiner Stimme passt. Wenn da was nicht passen sollte, sagt Bescheid. Ich kann das nämlich nicht testen. Das können wir. Das sehe ich dann erst wieder auf YouTube. Wir nehmen natürlich den Liam wieder. Jetzt hätte ich mehr Freunde. Nele Elea. Der Rivale ist für Liam vorprogrammiert. By the way, was auch angepasst wurde, zum Beispiel, so Stuff wie, die Basiswerte mancher Pokémon, welche Attacken sie lernen können. Wir holen uns erstmal natürlich den Trank. Das Item, das Limit, was wir tragen können, wurde auf 30 erhöht, weil wurden ein paar extra Sachen gemacht, wie zum Beispiel kann ich direkt Toss-Items machen, dann muss man die nicht mitnehmen und dann weglassen. TMs werden angezeigt, welche sind super viele Quality of Life Changes. So, wir gehen mal in die Option nochmal. Mit S. Mit Y.
Oh nein, ich will die Gelb-Dinger. Ich liebe es, dass die Farben sich je nach Stadt auch ändern. Ich will Gelb haben. Hoppla. Und wie ihr seht, die Framerate ist tatsächlich auch ein bisschen hochgeschraubt worden. Hat damit eine bessere Framerate als Gen 9. So. Wir können ja hier, glaube ich, eine Umfrage machen. Einen Moment. Das sind ja noch nicht so viele Leute. Abstimmung. Neue Abstimmung. Wir machen das Ganze natürlich als Nuzlocke, by the way, ne? Wir machen jetzt mal 2 Minuten und beginnen jetzt zur Umfrage. Ihr könnt abstimmen, Guys. Welchen Starter nehmen wir? Dieser Sam, Lumanda oder Shiggy? So, wir saven jetzt einmal. Auch das wurde erhöht. Immer die Knolle. Hier, das dürft ihr komplett entscheiden. Wir losen dann natürlich auch noch aus. Nach wem wir es benennen, denn wir benennen es wieder nach Zuschauern. Safe State. So, erstmal auf Nummer sicher gehen. So, wie sehen die Dinger aus? Da haben wir nämlich Glumanda. Nö. Biggie. Nö. Und dieser Samen. Bisher sieht es tatsächlich für Bisasam aus. Warte mal, wie war es nochmal? Ich kann, wenn ich A und B gedrückt halte, ja, kann ich sogar einfach nur, ohne zu laufen, meine Richtung ändern. Ah, ich liebe es. Während ihr das macht, gucke ich nochmal ein bisschen rein. Pokémon Pure Green. Damit ich ein wenig die Dings bekomme, nochmal. Wo ist die Readme-Datei? Da ist die Readme-Datei. Full Features, genau, die habe ich gesucht. So, und Bisasam hat gewonnen. Dann nehmen wir Bisasam. Ihr habt entschieden. So, und jetzt brauchen wir natürlich noch eine Abstimmung. Ein Giveaway. Create Giveaway. Typing a Keyword in Chat. Wir machen Hashtag Name, aber wartet noch, bis ich das Ding auch mache. Show Advanced, genau. Jeder kann mitmachen. So, jeder kann einmal mitmachen, ihr könnt jetzt einmal, wenn ihr Bisasam sein wollt, Hashtag Name in den Chat reinschreiben. Dass wir dann nach der dritten Arena in die Box haben, aber dann nie wieder rauskommen. Generell bei Gen 1 oder hast du den Hack hier gespielt? Hallo Flimsovan! Was geht ab? So, macht ihr das mal weiter. Ich bereite nochmal alles vor. So. Peter, es reicht einmal, ne?
Und wir ziehen und es ist der gute Ikma. Willst du mal sagen, wie ich es nennen soll? Soll ich es Ikma nennen oder Mike? Das darfst du entscheiden, weil ich werde es nicht Ditto nennen. Ikma ist fein. Ikma ist fein. So, und jetzt kommt nämlich das Schöne. Wenn wir jetzt nämlich in Pokelink gehen, den Slot hier bearbeiten, den hier auswählen und das hier schreiben. Ich meine, ich kann da zwar ein Level eingeben, also prinzipiell können wir da 5 machen, aber das Level werde ich halt... Haben wir einen Bisasam! Im wunderschönen Layout. Und er kriegt natürlich... Ja, Liam ist natürlich ein Glurak-Sacker. Das passt halt perfekt, ne? Das ist perfekt. Okay, wie sehen die Backsprites aus? Irgendwie süß. Irgendwie hat das was. Okay, das können wir ein bisschen... Komm, wir wollen den Kampf gewinnen. Ich will die Erfahrung haben. Deswegen nutzen wir mal... Perfekt. Es ging ja noch nicht los und die haben, guck mal, sogar eine XP-Bar unten. Das ist ja fantastisch. So, zwar ein Ding rausgeworfen, aber das ist voll okay. Und ich bin gespannt, was es auf den Routen für Pokémon gibt. Das weiß ich nämlich noch nicht, weil ich weiß nur, dass die angepasst wurden. Ich von dir hatte ich hier irgendwas. Es gibt nämlich auch neue Charaktere. Es gibt halt auf Routen neue Trainer, die da halt noch nicht waren. Oh, ich liebe diese Gen 1 Musik. Gute 1 Musik, ne? Und es ist so smooth, Alter. Dieses Spiel läuft einfach quasi mit 60 FPS. Okay. Haben wir ein normales Pokémon oder was es hier gibt? Okay, das ist ein Taubsi. Und ich glaube, ist das nicht sogar das Taubsi aus Grün? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Warum du wieder keine Benachrichtigung bekommen hast, das weiß ich leider nicht. Blame was anderes, also Twitter oder so dafür. Also ich meine nicht, dass du mich jetzt geblamed hast, aber... Das ist doof. Sind das die Stadium-Models im Layout? Ne, die Home. Die sind aus Home. Okay, hier gibt es anscheinend... ganz viele tolle Taubsis. So, wir kommen in Matan. Ich werde einmal ganz kurz speeden, weil ich mir das Item hier holen möchte. Ein HP Up. HP Up? Da war normalerweise aber ein Trank. Und du warst hier eigentlich auch nie, oder? Can you believe they don't sell TMs? How are trainers supposed to get by without any quality moves on their Pokémon? Okay. Noch kann ich ja nichts kaufen. Dementsprechend hat das noch nicht angefangen. Noch kann ich auch nicht weitermachen. Deswegen gehen wir... Gibt es ja noch andere Pokémon? Radfratz. Erfahrungspunkte nehmen wir natürlich mit. Okay. Sieht danach aus, dass wir einen Radfratz oder einen Taubsi kriegen könnten hier. Leech sieht, das ist super gut. Ja. Ich liebe diese Musik, warte. Level 8 nehmen wir noch mit. Level 8 will ich noch mitnehmen. Und wie gesagt, die Nuzlocke fängt an, sobald wir Bälle haben. So, Level 8. Jetzt kommt Opa. Es gibt hier einfach einen Evoli. Aber das scheint selten zu sein. Ich möchte einen Evoli haben. Ich will einen Evoli haben. Wenn Krammer jetzt da wäre, ne? Liebe Abge... Kriege ich irgendwas von dir? Nee. Hallo, Doragon! Okay, von dir aber schon mal. So, komm, das skippen wir mal ganz kurz. Braucht keiner. Wir kriegen einfach nur einen Pokédex. Und ich hoffe so sehr, dass wir gleich ein Dings bekommen. By the way, manche Attacken wurden von der Stärke angepasst. Das habe ich auch schon gesehen. Ich hatte 1% Encounter, das ist wahr.
Ich meine, wir werden tatsächlich mit Bisasam wahrscheinlich wenig Probleme gegen die ersten zwei Arenen haben. Aber da wir das Ganze als... Warte, wir holen uns mal die Karte auch noch. Wenn wir sie schon holen können. So. Wir können mit einem HP Up haben wir direkt auch ordentlich Geld für Pokebälle, was gut ist. Ich will jetzt mal noch nicht weiter Dinge sehen. Hallöchen, Paul. Es scheint wirklich der 1% Encounter zu sein. Kann ich bitte Lack des Todes haben? Ich will hier ein Evoli als Encounter. So. Ich möchte Pokebälle kaufen. Und was zum Beispiel gemacht wurde, man kann jetzt auch in Gen 1 hier quasi mit nach rechts. So, erstmal sellen wir natürlich das HP ab. So 2500. Uff. Wir können so erstmal 15 Mama. Dann ganz wichtig, dieser Samen kann nicht toxiniert werden oder nicht vergiftet werden, aber trotzdem. So. Ja, wir spielen das als Nuzlocke. Ich meine, ich habe Gen 1 wahrscheinlich so fast so oft gespielt wie Elea Gen 6, aber trotzdem. Komm, Evoli, Evoli, Evoli. Evoli, 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 Evoli. Oh, Radfratz. Und wir haben Radfratz gefangen. Das heißt, wir machen, falls jemand Radfratz sein möchte, dürfte jetzt einmal Hashtag Name in den Chat reinschreiben. Falls irgendjemand Radfratz sein will. Ich meine, Radikal ist tatsächlich gar nicht bad. Und Fun Fact, das habe ich zum Beispiel schon gelesen, ich habe ein bisschen gelesen, was für Attacken angepasst wurden. Superzahn macht jetzt 2/3 Schaden anstatt 1/2. So, dann suchen wir schon mal das Pokémon. Rattata. Gibt immerhin zwei Leute, die sein. Drei Leute, die sein wollen. Halleluja. Ohne Witz, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ja, Gen 1 lebt nur durch Nostalgie. Aber Gott im Himmel pickt die Nostalgie aber auch, ne? Irgendwann spiele ich dieses Scheißspiel blind, ne? Ohne Witz, ich laufe irgendwann blind durch. Hol ich Liam irgendwann mal, dass ich für Notfall nochmal irgendwie neben mich setze und dann laufe ich hier blind durch. So. Wir ziehen jemanden und gewonnen hat Tai Chi. Sollen dann, ich würde auch sagen, wir nennen es dann einfach Tai Chi. Man hat die Base Stats, wenn man die fängt direkt. Fancy. Und dann kommt der gute Tai Chi. Ich liebe Gen 1 Musik, ne? Und kommt natürlich auch ins Team. Und da ist Tai Chi auch im Team. Ich finde es so cool, dass die Namen auch angezeigt werden. Gut, dass ich die Idee nochmal mit Pokélink hatte. Und ich hatte die Idee eigentlich nur, weil das Bild sah echt ein bisschen leer aus. Aber wir haben ja noch ein paar weitere Encounter, Guys. Oh mein Gott, Ich hab Turbo-Treter? Oh mein Gott, ich liebe es. So, krieg ich von dir was jetzt? Okay, nee, ich dachte, ich krieg von dir was. Und morgen kommt Besuch. Dann, auf jeden Fall, viel Spaß beim Aufräumen. Trying to memorize all my notes. Was ist neu? Das ist neu und groß. Ich gehe erstmal, bevor. Wenn das ist die Trainerschule, die jetzt ein zweites Ding bekommen hat, okay. Ich gehe erstmal kurz zu den restlichen Routen und hole meinen Encounter. Ich kann einfach rennen. Okay. Was haben wir hier für einen Encounter? Bitte? Irgendwas Cooles? Den nehme ich. So, einen Tackle tankst du. Ja. Da ist Horny! Horny ist back! Was halt zwischendurch auftaucht, nicht ärgern, sonst kloppe. Würden wir noch niemals tun. Guck mal, Elea, du hast noch die Chance, ein männliches Nidoran zu werden. Ihr könnt wieder Hashtag Namen in den Chat reinschreiben, wenn ihr Nidoran sein möchtet.
Eisenpin. Na, guck mal. Stiffens, nicht Steffens. Das Ding ist nice. Den liebe ich. So, dann wähle ich hier schon mal ein Nidoran aus. So. Und war mitgemacht, komm, wir ziehen. Und es ist Flimsovan. Jetzt die Frage. Stimmt, Flimsovan passt immer perfekt rein. Vergesst es immer wieder. Aber es ist auch lange her. Und dann natürlich noch hier. Und damit haben wir einen Nidoran. Ich werde eh wieder irgendein Mon, wo ich immer auf der Box vergammel, wie immer. Mal abwarten, ne? Mal abwarten. So, Route 2. Okay, Route 2. Habitat. I guess es ist halt besser als ich meine, es ist halt ein Normal-Pokémon, ne? Wir haben jetzt halt schon Radfahrt. Warum hat das Ding schon Schnabel? Das finde ich uncool. Ich kann einmal noch tackeln. Jetzt greif bitte nicht an. Und werfen Ball. Kommst gerade in Nostalgie pur. Hallöchen, Fight. Und wir haben Habitat gefangen. Und wenn jemand Habitat sein möchte, kann er oder sie gerne einmal Hashtag Namen in den Chat reinschreiben. Tiny Bird eats bugs in grassy areas. Normal Flying, die Stats. Und natürlich auch, ach. So. Währenddessen werde ich schon mal das vierte Pokémon machen. Wir kriegen jetzt gerade nur eins im Wald. Das ist auch der letzte Encounter, den wir tatsächlich schon vor der Arena bekommen. Aber wir haben Bisasamen dabei. Und by the way, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich werde nicht jedes Level hier einzeln anpassen, ne? So. Habitak. Hero. Und wir ziehen und gewonnen hat Rubina. Guck mal. Habitak mag ich. Du bist auf jeden Fall im Team dabei. Ist doch was, oder? So. Gibt in irgendeinem physischen Spezialattacken jedes Typs oder alte Version. Ich glaube, das ist alt. Solche Sachen wie der Split, der wurde noch gelassen. Um noch ein bisschen das Feeling zumindest zu farmen. Aber ohne Witz. So. Können wir drüber reden, warum Habitat in Gen 1 einen besseren Sprite hat als jetzt? Amina ist nicht bad. Und man kann jetzt sogar in Gen 1 runterdrücken. Das ist schon nice. Das war, Habitat ist ein Süßi. So, wir werden jetzt einmal nochmal in den Wald gehen und werden wahrscheinlich kurz ein bisschen trainieren. Und ich bin gespannt, was hier noch alles Neues. Die zwei sind normal. So, hier sollte das Gegengift sein. War das hier unten? Ah. Alte Münze? Selling it would be a good idea. Oh! Neue Items. Die Tante, die Funfett, die steht in Gelb auf dem Gras. So. Hier wird es wahrscheinlich hauptsächlich
fünfmal Antidote. Okay. Raupi, Hornliu, was kriegen wir? Hornliu. Angst natürlich trotzdem, man nimmt alles mit. Und ganz ehrlich, Libor ist jetzt auch nicht so kacke. So, wir haben es natürlich gefangen. Wer möchte Horny 2.0 sein? Jetzt haben wir zwei Hornys. Alle sind horny. Dürft Hashtag Namen in den Chat reinschreiben, by the way, ne? Er sah shiny aus. Passt. Es ist halt einfach nur der Gelb-Sprite von Hornliu. Bug Poison. So, während ihr das kurz reinschreibt, werde ich schon mal den Slot auswählen. Für Weedle. Und wir drawn. Guck mal, Elea. Du bist horny. Steffen, wissen wir. Das wissen wir wirklich. So. So, Elea Horny. Elea ist Horny. Siehst du? Horny. So, damit haben wir hier alles. Das heißt, wir können jetzt einmal runter und glaube. Ja. So, wir werden einmal ganz kurz noch nach unten gehen und zumindest ganz kurz die anderen Oh mein Gott, der hat hier sogar einen anderen... So ein anderes Icon. Holy. Halt nicht den Rand, ist mir gar nicht zu sagen. Guck mal, zeigt Booty. Okay, nee, das funktioniert so nicht. Ja, Ikma muss regeln. Jetzt kommt ein Evolina. Ich habe das Gefühl, ich werde sehr oft trainieren müssen. Wobei ich mir gerade merke, es ist, glaube ich... War das eine neue Animation beim Heilen? Oh nein, die Pokébälle sehen einfach nur sehr... Sieht aus wie ein Tannenbaum. Also, wenn wir gehen nach oben, weil da sind eventuell Safcon und Hukokuna. Oder Horny. Richtig, so kriegt er nämlich so ein paar Level. Nee. Dann können wir kurz ein bisschen trainieren. 10. Macht zum Glück nicht so viel Schaden. 5. Upsa. Da wollte ich nicht hin. Ich versuche dich tatsächlich zu einem B-Board zu machen. Oh, es hat dir Pikachu gegeben. Fancy. Mein Pikachu hat die auch genommen. So, Level 6. Ja, wir können hier auch tatsächlich super gut Robina trainieren. Weil es. Der Pack. So, das Fetchu. Das süße Pikachu. Ich mag den Backsprite von Habitak. Finde ich eigentlich ganz cool. Okay, gegen das Ding werden wir einmal kurz wieder auswechseln. So. Gibt es hier keinen Safcon oder sowas oder ist das so selten?
mein Gott, es hätte Blutzug gegeben. Ich, oh, das hätte ich genommen. So, Level 7 auch für den einmal. Okay, Elea wird da alleine wahrscheinlich noch nicht klarkommen. Komm, du schaffst das, Elea. Kämpf gegen deinesgleichen. Okay, ehrlich gesagt will ich nicht gegen deinesgleichen kämpfen. Ja genau, gegen den will ich, weil wir können poisen. Und wir sollten jetzt auch mal heilen gehen und das machen wir jetzt auch. Bin ich, hab gewonnen, bin ich jetzt toll. Du bist immer toll, Elea. Aber krass, es hätte hier tatsächlich Dings gegeben. Nee, das dauert zu lange. Eigentlich will ich noch nicht. Warum? Okay, ich rutsche aber auch die ganze... Nee. Hatte leider nicht drauf geguckt, ob du vielleicht schon sowas wie Konfusion hast. Aber ein bisschen... Wack. Gott, holen wir uns aber. Ich mach jetzt auch Level 9. Warum kommen jetzt so viele Pikachu? Komm, Level 7 für Elea, damit's. Wie viele kommen denn da noch? Ist irgendwas getriggert, dass da nur noch Pikachu kommen? Immer noch einfach. Okay, anscheinend gibt es hier wirklich keine Saftkorn. Ups, da raus wollte ich jetzt nicht. Das ist so fucking schwer. Ja. Wir machen es mit Rubina. Oh, cool. Wir machen es nicht mit Rubina. Wir machen es mit Flimsovan. Das wird ja unten angezeigt, wenn wir chatten. Was meinst du mit unten? Im Stream jetzt oder was? Achso, oder da unten. Achso, ja, 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 bei den Dingern. Ja, natürlich hast du Poisons Ding. Das Ding ist, da ich nicht weiß, ob ich vermute stark, dass es hier sterben wird, wenn ich es nicht heilen würde, deswegen. Ich will Elea jetzt einmal Level 7 kriegen, damit es ein Kokuna ist. Warum gibt's hier nur Hornliu? Digi! Keine Ahnung. Und dass ich genug davon hab? Ja, das war mir zu viel Schaden. Gehen wir jetzt in Igma. So, Level 7 für Elea. Und sie entwickelt sich finally. Halleluja. Okay. Das heißt, ich kann jetzt hier, glaube ich. Genau. Und Harden gelernt. Können wir Kokuna draus machen, safen und Elea ist jetzt ein Kokuna. So. Level 7. Tai Chi müssen wir auf jeden Fall potenziell gleich auch noch ein bisschen hochkriegen. Aber erstmal. Flimsovan. Ja, jetzt kommen die, oder was? Jetzt, wo gerne Hornius kommen dürfen. Radfratz zeigt aber auch nicht, Budi. Natürlich jetzt auch wieder. Oh, Level 4. Und ich glaube, langsam sind wir ready.
Genau, sie. Okay. Nee. Nee. Level 10. Und jetzt gehen wir nochmal zurück. Dann machen wir auf jeden Fall gleich noch den Kampf gegen Liam. Vielleicht ist das hier unten besser. Ja. Kannst du deine Kumpel ein bisschen klatschen. Vor allem, da ist halt ein... Ob es eventuell sowas wie ein Rihorn tatsächlich im Dings gibt, im Mondberg? Das wäre cool. Da riecht's auch, deswegen sie halt relativ spät, ne? Gleich haben wir auch Level 7. Und dann sind wir ready, guys. So. Moin, Kevin! So, und das sollte reichen. Ja, Level 7. Quick Attack. Das ist sehr gut. Prio ist immer nice. So. Das Ding ist, ich kann hier keine Tränke kaufen, habe ich gerade gemerkt, ne? Wie viel kriege ich für den Old Coin? Ein Taui. Ja. Bruder, nimm. Krass, dass ich hier keine Potions kaufen kann. Das heißt, wir werden sehr viel zurücklaufen müssen. You know what? Lass erst durch den Dings gehen, den Vertanierwald, damit ich in Moria Tränke kaufen kann. Und dann kämpfe ich gegen Liam. Das ist mir lieber. Und ich hätte gerne Flimsoban tatsächlich vorne. Weil der müsste auch bald Schnabel lernen. So, und jetzt kämpfen wir natürlich noch gegen die ganzen Trainer. Ein Radfratz. Wechsel. Macht leider echt ein bisschen zu viel, ne? Okay, nach 3 Tailwhips bin ich raus, Bruder. Aber wir geben die Erfahrungspunkte mal leer. Pidgey. Da können wir wieder einen Flimsoban. Okay, ist echt ein bisschen blöd, dass ich so oft wechseln muss, ne? Wir nehmen Tai Chi und Quick Attacken. Komm, triffst du nochmal? Perfekt. Du hast jetzt auch das Game. Dann viel Spaß, das musst du patchen. Das ist gar nicht so schwierig. Du brauchst quasi eine englische blaue Edition. Und dann brauchst du einen IPS-Patcher und dann patchst du diesen Raum einfach da drauf. So, jetzt kann ich mal wieder ein bisschen mehr in den Chat reingehen. Nette Idee, dass wir erfahren, mit was sie Pikachu fangen möchte. So, müssen wir. Upsala? Du stehst hier irgendwie immer nur rum, ne? Okay, der Typ ist einfach out of Pokeballs. Gegen dich kämpfen wir. Raupi. Also, komm und einmal nehmen wir. Double Kick. Caterpie. Lassen mal noch den drin. Ich meine, Doppelkick bringt hier jetzt natürlich nichts. Ist mir zu risky, dass da ein Crit kommen könnte. Wir packen jetzt einmal... Komm, wir packen Rubina nach vorne und rushen da jetzt wahrscheinlich eher so ein bisschen durch. 3 Pokebälle. Nimmt man mit. Pack 1, Pack 2, Redditor. Das Redditor macht aber auch einfach so viel Schaden, ne? Hakuna. Das kann Elea, weil das Ding kann wahrscheinlich eh nur härten, oder? Du schaffst das, Elea! Das Ding hat sogar tatsächlich einen Angriff, aber wir sind viel besser als du. Halleluja. Aber es hat fast für Level 8 gereicht dadurch. Das nimmt man. Wenn Rubina jetzt schon wieder down ist, dann laufen wir lieber mal zurück.
So, einmal kurz heilen. Und dann geht's wieder hoch. Also ich, da konnte man Dreck kaufen. Bei... Ist halt grün. Vielleicht ging das in grün ja nicht. Mit Wesi jetzt nämlich nicht. Das ist eine gute Frage. So, was hast du, Nettes? Ein Hornlieb. Ein Metapod. Guck mal, Ilea, das ist sowas für dich. Ilea muss halt mit den Pokémon klarkommen, die sich nicht so gut wehren können. Hoffen, das Ding echt gut Schaden gemacht hat. By the way, was zum Beispiel ja auch gefixt wurde, was ich gelesen habe, ist, wenn du jetzt zwei Level machst und damit ein Level überspringst, wo ein Pokémon eine Attacke lernt, dann lernst du die Attacke trotzdem. Das ist auch ganz praktisch. Nix, ich hab nur gesagt. Oh, Rubinas. Warum ist so ein Puzzeln? Ich bin arbeiten. Zwei Potions, danke, die nehme ich gerne. Ein Calcium liegt hier einfach. Strong Boy. Und dann noch nicht. 16. Ein Crit. Und okay. Und leer. Ja, gut, das brauchen wir nicht. Jetzt kommt wieder Venomoth, ne? Lasset mich raus, so perfekt. Ich glaube, ich muss mir angewöhnen, dass ich hier tatsächlich nochmal alle Leute anlaber, da es doch tatsächlich viele neue Sachen gibt. Willkommen in Marmoria City. So, jetzt lass mich bitte Tränke kaufen können. Nachdem ich überall war. Kriegt man von dir irgendwas? Okay, der sagt nur Schutz. Okay, ne. Nach wie vor ist hier auch nichts. Dann einmal ganz kurz in den Markt. Okay, anscheinend gibt's mal in den nächsten Märkten so ein kleines Mädel, dankeschön, wo man tatsächlich Dings kaufen kann. GMs. Das finde ich sehr cool. So, Calcium verkaufen wir natürlich wieder. Hier kann man auch noch keinen Schutz kaufen. Das ist wiederum schade. Na, guck mal, bring dem Mio einen Tricks bei. Das kann schon sitzen. So. Aber Marzi schlägt wieder zu. Nee. Wir kommen hier noch nicht durch. Trick Spezial. So, da gehen wir natürlich noch nicht rein. 50 war der Eintritt, oder? Ja. Hoffentlich kriege ich jetzt auch irgendwas. Nee. Basics. If you beat me in a battle, it's yours. Okay. So funktioniert das nicht mit Finderlohn. Stimmt, das habe ich auch gelesen. Es gibt ein paar ungenutzte Trainer-Sprites und das ist das Cool Kit. Absorber? Das kann Rattan eigentlich nicht. Spearow. Guess wir kommen mal hier mit und versuchen einmal leer.
Und nochmal. So. Level 9, yes. Gibt so gute Erfahrungspunkte. Und ein Abra. Ich hoffe mal auf Tai Chi, weil ich vermute mal, das wird schon Konfusion können. Und Abra ist tatsächlich ziemlich gefährlich. Waren diesmal die Pokebälle beim Pokécenter richtig? Inwiefern? Bist du noch als hier Kai stand? Uncool. Okay, Teleport ist fein. Kannst du bitte killen? Danke. Fucking close one. Lost Wallet. Auf diesen Tannenbaum aussah. Oh. Okay, das heißt, wir haben jetzt ein Lost Wallet gefunden. 20. Juli 1969, the first lunar landing. I bought a color TV to watch it. Will ich den anlabern? Okay. Kann ich mit dem Wallet jetzt machen? This isn't yours to use. Mal gespannt, wo ich das abgeben muss, ne? Lost Wallet.